Die Bürste fürs Gesicht, bürstest du jetzt deine Gesichtshaare oder was steckt genau dahinter? Beim Kopf macht das alles noch Sinn, aber im Gesicht möchten wir etwas ganz anderes. Wir möchten durch eine Gesichtsbürste die Durchblutung anregen. Eine vermehrte Durchblutung heißt eine bessere Versorgung der Haut durch Nährstoffe und gleichzeitig auch neue Produktion von Kollagen. Natürlich solltest du aufpassen, nicht zu viel, nicht zu stark. Es ist wie eine Art mechanisches Peeling, das kennst du, wenn da kleine Partikelchen sind, die du über die Haut drauf tust. Und ansonsten, ja, weniger ist mehr, einmal am Tag maximal. Und wenn du es gar nicht erst brauchst, weil deine Haut top ist, dann kannst du es auch einfach weglassen.